Hallo, hier bin ich wieder, euer Corgi Kessler mit Herz und Seele. Bereitet euch wieder ein Game Over vor. Heute im Video Stefan frische Chorizo Kürbiscremesuppe mit Kokosmilch. Einfach frisch, schnell und lecker. Einfach ohne Chorizos. Was braucht ihr alles für eure Zubereitung? Eine gute Arbeitskollegin von mir meinte gestern so: Stefan, mach doch mal eine Kürbissuppe. Boah, warum auch nicht? Die habe ich von meiner Arbeit. Und die Suppe kommt jetzt. Bei jeder Vorbereitung immer eine Kochkolle etwas frinkeln und hätte man es nicht vergessen, ihr Lieben. Schneidet eure Kürbisse in kleinere Stücke. Dann gebt ihr eure Kürbisstücke in einen Topf. Dann braucht ihr noch Kartoffelstücke für die Stärke unserer Suppe. Lasst euer heißes Wasser in den Topf reinfließen. Legt den Schalter von eurem Herd um. Dann gebt euren Topf auf die Herdplatte. Schneidet noch eure Chorizos in Stücke. Dann legen wir den weiteren Schalter von unserem Herd um. Dann geben wir unsere Pfanne auf die Herdplatte. Dann machen wir noch Öl. Dann macht euer Chorizos in die Pfanne rein. Schneiden wir unsere Chorizos noch an. Dann wird unser Wasser noch abgesiebt. Dann braucht ihr noch Kokosmilch. Das Ganze gemixt. Und unsere Kürbiscremesuppe nochmal auf die Herdplatte. Geben wir noch ein bisschen Gemüsebrühe hinzu. Dann machen wir noch ein bisschen Schärfe. Packen noch ein bisschen Peterle. Und machen wir auch was in die Suppe rein. Das Ganze lassen wir jetzt noch ein bisschen kochen. Die Kürbiscremesuppe serviert. Kann noch ein paar Chorizos dazu machen. Ich für meine Fans das Rezept auf dem Tisch flach. Habe ich für meine Fans das Rezept frisch auf dem Tisch flach gelegt. Stefan frische Chorizo Kürbiscremesuppe mit Kokosmilch. Einfach ohne Chorizos. Frisch, schnell und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Mittwochabend. Euer Corking Kingsnail und stolzer Edeka Haag-Mitarbeiter. Oh ja, Leute, das ist Geschmackserlebnis pur. Ihr wolltet schon immer mal eine frische Kürbiscremesuppe ohne Chorizos oder mit Chorizos? Dann geht zu Edeka Haag im Weilerbach oder Landstuhl, holt euch eine frische Kürbis und mit meinem Rezept Geschmackserlebnis pur. Jetzt abspeichern und definitiv nachmachen. Ihr werdet es nicht bereuen.